Erstmals gibt es den schnellen, kompakten Spanier Seat Leon in drei Varianten. Leon SC Cupra heißt der Dreitürer, Leon Cupra der Fünftürer und Leon ST Cupra der Kombi. Der Reiz? Bewährte Technik aus dem VW-Konzern verbindet sich mit südländischem Flair zu einem Fahrzeug, das man nicht an jeder Ecke sieht. Der Seat Leon ist ja bekanntlich der VW Golf für die spanischen Momente im Leben. Er ist etwas kantiger und rassiger gezeichnet als der Konzernbruder, besonders wenn er hier in Orange und Grau Metallic daherkommt. Aber wenn noch dazu dieses Logo vorn zu sehen ist, dann handelt es sich um die absolut scharfe Version Seat Leon Cupra mit 265 oder sogar 280 PS. Und während hier auf der Rennstrecke von Luc Mayor im Hintergrund die Grillen zirpen, wird man jetzt gleich ein Reifenquietschen hören, denn damit werden wir das Zirpen übertönen. Alle drei Cupra-Varianten sind besonders dynamisch abgestimmt und leisten 265 oder gegen Aufpreis sogar 280 PS. Äußerlich treten die rasanten Spanier recht dezent auf. Vor allem der Kombi ST ist somit ein wahrer Wolf im Schafspelz. Bei Bedarf familiengerecht und alltagstauglich mit bis zu 1470 Litern Kofferraum. Aber auf Kommando auch das richtig heiße Eisen für schnelle Runden auf einer Rennstrecke. Einer, der den Cupra von der Pike auf kennt, ist Seat-Markenbotschafter und Rennprofi Sebastian Stahl. Zum Bäcker fahren, zum Metzger fahren, überall hin, gar kein Problem, aber halt genauso gut auch auf der Rennstrecke. Und das Auto macht wirklich so eine gute Performance auf der Rennstrecke, dass jeder das Auto mal eigentlich Probe fahren sollte, um einfach mal zu sehen, was das Auto kann. Egal welche Karosserieform. Seat Leon Cupra-Fahrer gehen am liebsten in die Vollen. 90% ordern gleich die stärkere 280 PS-Version. Die 1300 Euro Aufpreis dafür sind offenbar nicht zu viel verlangt. Aber egal wie viel PS, der Seat Leon Cupra hat das Zeug zum Bestseller. Nicht umsonst ist der Leon ST Cupra schnellster Kombi auf der Nürburgring-Nordschleife und unser Dreitürer SC war dort schon schnellster Fronttriebler. Absolut überzeugend gelingt der Balanceakt zwischen Boxengasse und Einkaufsmeile vor allem dank der variablen Fahrwerksregelung DCC mit den vier Modi Komfort, Sport, Cupra und Individual. Ein Fingerdruck am Touchscreen genügt schon stillen Motor, Fahrwerk und andere Faktoren unterschiedliche Bedürfnisse. Dekorpakete wie Orange Line für Felgen, Außenspiegel und Kühlergrill sorgen für Extravaganz, denn an sich tritt der potente Spanier recht dezent auf. Der besondere Reiz der Rennsemmel Leon Cupra liegt auch im Preis. Mit 265 PS und 6-Gang Handschaltung gibt es das 250 km/h Geschoss als Dreitürer ab 31.320 Euro. Der Kombi Leon ST Cupra kostet 1.600 Euro extra und startet somit für knapp 33.000 Euro. Wer für 1.700 Euro Aufpreis das Doppelkupplungsgetriebe DSG ordert, muss nicht selbst in der Haarkulisse herumrühren. Ein Faktor, den selbst Rennprofis zu schätzen wissen. Also ich würde eigentlich direkt auf DSG-Getriebe setzen, weil einfach dieses sportliche Fahren, was ja generell eigentlich durch einen Handschalter irgendwo mal bestimmt wurde, aber mittlerweile sind die DSG-Getriebe so gut, dass du auch irgendwo so einen Soundeffekt hast beim Schalten. Das heißt also, du hast nicht nur einen unheimlich schnellen Gangwechsel, sondern du hast auch so ein bisschen Motorsport-Charakter dabei. Eine Vorderachs-Differentialsperre verhindert das typische Untersteuern eines Fronttrieblers, also das Rutschen der Vorderräder zum Kurvenäußeren hin. Nur durch die Handbremse lässt sich ein kontrolliertes Ausbrechen des Hecks und somit Übersteuern provozieren. Auch der handgeschaltete grau-orange Cupra flitzt dadurch auf trockener Fahrbahn unglaublich schnell über die Rennstrecke östlich von Palma. Beschleunigung ist das eine, aber Bremsen ist das andere. Und hier ist wirklich mit dem Cupra alles perfekt getroffen worden. Beschleunigung, Traktion und Bremsen wirklich 1A. Es soll ja vereinzelt noch Menschen geben, die sich auf ein Automodell konzentrieren und nicht mehrere in der Garage stehen haben.
Für diejenigen finde ich den Seat Leon Cupra eine wirklich interessante Option. Er ist so unheimlich vielseitig. Er kann komfortabel beim Einkaufspummel, er kann aber auch böse und knackig auf der Rennstrecke. Und so eine Kombination in dem Maß findet man selten. Ein Kritikpunkt, das Navigationssystem, das hat manchmal Ansagen gemacht, die mir einfach nur ein Rätsel waren. Aber nobody's perfect, der Leon Cupra ist es immerhin nahezu.